Hallihallo Leute, hier ist wieder Sulfa mit dem Spiel Hammerwatch, welches sich immer noch in der Beta befindet. Und, nun ja, wir sind immer noch in Ebene... Wir sind in Ebene 3 jetzt, endlich mal. Und, nun ja, gucken wir mal, was der Defense Handler uns so zu bieten hat. Gives the Paladin a 10% chance to stun any target he hits for... Wow. Increases damage reduction from 2 to 4. Blocks most incoming projectiles with a... Projektile blocken, dann hätte ich eine große Chance gegen die Würmer, die ja momentan auch somit mein größtes Problem darstellen. Armor würde ich weniger Damage bekommen, ich könnte eigentlich sogar beides holen. Ich könnte sogar fast alles drei holen. Aber das mit der 10% Chance ist mir im Moment eigentlich zu wenig. Ich nehme mal das Schild auf jeden Fall mit. Nehme ich die Armor mit? Ja komm, nehmen wir die mit. Mehr Verteidigung ist auf jeden Fall besser, weil wir weniger Damage bekommen. Haha. Komm schon, schieß mal. Oh, hat man's gehört. Da hat man's gehört. Das wurde gerade geblockiert. Wieder haben wir so ein Scheißding. Two more to go. Okay. Okay. Oh mein Gott. Können wir hier zumindest eine Kombo voll? Nein, kriegen wir nicht. Scheiße, scheiße, scheiße. Viel zu viele Würmer. Aber immerhin sollten die jetzt kein Problem mehr sind, nicht so ein großes, aber ich weiche immer noch vorsichtshalber aus. Und die machen jetzt auch kein Damage mehr. Die machen auch nur noch einen Damage. Yes, sir. Allgemein nur noch so wenig Schaden jetzt bekommen. Was extrem praktisch ist. Obwohl bei so einer Riesenmenge, da sollte ich vielleicht doch eben mal laufen. Aus gutem Grunde. Obwohl, ich glaube, ich mache jetzt eben Charge-Marathon. Charge, 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 Charge. Nur eben die Lebenskombo zu bekommen. Aber hier, glaube ich, im Moment mehr Leben bekommen, als wir einstecken. Auf jeden Fall. Oh. Yes, sir. Oh, dort unten ist unser netter Freund. Hallo. Okay, er macht 16 Schaden. Das wollte ich nämlich eben wissen. Tot. Oh mein Gott, Fledermäuse. Kein Problem darstellen. Eben die Kombo abwarten und Kombo vorbei und wieder schnetzeln. Schön gleich mal zwei Kombos ausnutzen. Vielleicht ein paar mehr sogar. Viele mehr. 34er Kombo. Hat man wohl mal zwischendurch, ne? Und wir sind wieder fast auf vollem Leben. Ha. Gott, war das eine gute Idee, dieses Kombo-Regenerationsding, beziehungsweise so eine gute Idee. Nichts, was ich bereue, niemals. Was ist das denn? Ich kann da nicht drüber laufen. Ich weiß aber auch nicht, was das ist. Und ich sehe Leben. Mal ganz selten wieder, dass wir Leben ohne im Dungeon liegen haben. Dir, Kokon! Kaputt. Und wieder Leben voll. Only one more to go, genau. Du sollst auch sterben. Ich lass doch hier niemanden annehmen und du auch. Okay, das ist mir zu viel. Wir haben da wieder ein paar Gegnerchen. Ach, mir macht das Metzeln Spaß. Das waren jetzt drei Charges. Und noch ein normaler Schlag, okay. Zeigt eine Menge an, wie viel Leben diese Dinger haben. Boah, diese Tatsache, dass wir hier den ganzen Schaden einfach wegblockieren, ist einfach nur toll. Wir regenerieren im Grunde so viel Schaden immer wieder, dass wir einfach random durchschnetzen können, ohne dass wir uns irgendwie Sorgen machen müssen. Das ist verdammt geil. Kommt schon. Würmer sind kein Problem für mich. Der Wurm, der Vergewaltiger, oh Gott. A secret has been revealed. Nun. Ich glaube, uns ist eine klare Frage sich hier stellt. Wo ist dieses scheiß Secret? Aber ja klar, dass ich irgendwo was auftut, aber niemand weiß wo. Moment, wir hatten da doch vorhin... Irgendwo war doch so ein... Nee. Das waren Ebene 2, wo ich ja dachte, da
da war ein Lehm und da konnte man sich wohl irgendwie hin teleportieren oder so. Also in diesem Feld, wo ich dachte, man kann sich da hin teleportieren. Naja, schwer. Aber wir haben da noch ein kleines unerforschtes Gebiet. Hier. Okay. Erstmal die Kisten. Wieso will ich jetzt gerade mal mit V anfangen? Vergewaltigen? Was zur Hölle? Beseitigen, nicht vergewaltigen. Ist ja fast dasselbe. Okay, der war schlecht. Okay, was haben wir hier? Noch ein Schalter. Oh, und hier geht's wieder zurück. Hi. Will ich ja gar nicht haben. Das ist mir zu teuer. Das ist zu sinnlos. Und was muss ich hier machen? Jetzt ist die Frage, muss alles leuchten oder muss nichts leuchten? Das wird lange dauern. Ah, ich kann die doppelt aktivieren, okay. So kann ich ja so Fehler aus... Moment mal. Das ist ein D-Muster. Das ist ein D... Okay, das habe ich verstanden. Muss ich das so haben, dann ist das so. Wenn ich das... Ey, Quatsch, ich muss hier noch einmal... Nee. Wieso geht jetzt beides an? Nein. Ich will hier drauf. Hier drauf. Ah! No! No, 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 no. Er speichert nicht ab. Oh nein. Leute, Leute, ich weine gerade. Ich weine gerade, das Game ist gecrashed. Für eine Beta nicht verwerflich, aber es ist gecrashed und es hat kein Save-Feature. Es hat kein Save-Feature. Nein. Oh. Tut mir wirklich sehr leid, Leute. Ich hätte wirklich gerne noch weiter gespielt. Ja, man kann nichts dran ändern und ich kann es auch nicht einfach wieder in einem Ruck einfach wieder dahin spielen. Das dauert einfach viel zu lange und ist auch viel zu risikoreich. Auf jeden Fall, ich hoffe, das Let's Play allgemein hat euch gefallen. Ich glaube, ich werde es nicht um den Let's Play nennen, aber allgemein. Ich glaube, ich muss jetzt nicht erzählen, was ich sonst tun wollte. Das habe ich, glaube ich, schon oft genug gehört, habe ich so noch das Gefühl. Außerdem kann ich es nicht nochmal sagen, weil ich habe es jetzt gerade schon sehr oft hintereinander gesagt gefühlt. Haha. Nee, auf jeden Fall, ich hoffe, es hat euch allgemein gefallen. Sehr schade, dass es gecrashed ist, aber es ist nur eine Beta und dafür ist es... dafür heißt es halt Beta. Heißt ja nicht ohne Grund Beta. Bis dahin, wir sehen uns in einem anderen Let's Play wieder. Bis dahin, ciao, ciao.